Guten Morgen, liebe Frischluftfreundinnen und Frischluftfreunde. Morgen. Wir sind in Havixbeck und wir fahren heute die Baumberger Sandsteinroute. Und ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. Die Baumberger Sandsteinroute führt durch die fünf Baumberger Gemeinden: Havixbeck, Billerbeck, Rosenthal, Coesfeld und Nottuln. Sie hat eine Länge von 160 Kilometer. Es ist ein Rundkurs, der in beide Richtungen ausgeschildert ist, und ein Anstieg ist an jedem Ort möglich. Die Tour stellt rund 80 Sehenswürdigkeiten in den Mittelpunkt, die aus dem Baumberger Kalksandstein gestaltet wurden. Zu sehen gibt es Wasserburgen, alte Bauerngehöfte, Wassermühlen und Kornspeicher. Sandstein, das Gold des Münsterlandes, wird es genannt. Das gucken wir jetzt mal an. Es wird eine Zweitagestour. Wir haben den ersten Campingplatz nach 76 Kilometer südlich von Coesfeld. Genau, da haben wir das Zelt mit. Dann schlafen wir. Gibt es eine Zeltübernachtung? Haben wir auch schon Viertel nach 10, ne? Mit Anreise und jetzt so. Haben wir schon Viertel nach 10. Genau. Müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auf geht's. Ja, wir sind mit meinen beiden Reiserädern unterwegs. Das Centurion. Und ich habe mir uns ein neues zugelegt. Riesige Rückläufer, 3 Jahre alt, 1070 Kilometer. Ein Stevens E6X Tour. Es unterscheidet sich nur von dem E-8X Tour. Der hat eine XT-Schaltung und dieses halt nicht. Das ist mir auch nicht so wichtig. Schaltet gut, alles gut. Habe ich mir umgebaut. Santo Sattelstütze, den Sattel da drauf. Die Tasche. Den Frontgepäckträger. Und Lenkererhöhung. Also, wie nennt sich das hier? Steuersatzverlängerung. Und verstellbaren Vorbau und an der Lenker, der anders geschwungen ist, also komme ich noch näher ran an den Körper. Scheint ein bequemes Fahren zu werden. Schauen wir mal. So, ich habe jetzt das Fahrrad hat einen 500 Watt Akku. Mit dem Duvia-Display. Da komme ich gut mit zurecht. Wie viele Newtonmeter es hat, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich glaube, das ist das geringste. Also nicht 85, eher weniger, vielleicht so 50 oder so. Das reicht mir aber. Mir kommt es an auf leichte Unterstützung und Reichweite. Nicht auf Kraft. Andrea meint gerade, das wäre hier irgendwas von Annette Droste-Hülshoff. Das wäre gar kein Trödelmarkt.
Wir werden es rauskriegen. So, jetzt haben wir es. Leute, das ist der Wahnsinn, was hier los ist. Was ist ein Andrang? Hier werden wir ganz eingestaubt. Ich bin froh, wenn wir hier raus sind. Ja, auf den letzten Metern hat die Sandsteinroute im Namen mal die Ehre gegeben, weil wir sind tatsächlich mal über Sand gefahren. An so einem Gestüt vorbei. War ein Weg mit Sand.
Jetzt sind wir 6 Kilometer von Appelhülsen entfernt. Mein Einstieg zu meiner hinter den 7 Bergen-Tour. In die Runde. Schöner Radweg hier, herrlich. Haben sie schön gemacht hier, der Radweg schön markiert mit einer Radmarkierung, hat selbst die Straße nicht. Toll. Wir begrüßen euch hier aus dem Tippitoppi-Land. Diese Wortschöpfung hat gerade Andrea kreiert. Ja. Tippitoppi-Land. Ihr wisst Bescheid, ne? Muss man nicht viel zu sagen. Nee. Jetzt cruisen wir hier so ein bisschen durch Nordtollen. Überall ist was los. Auf den Plätzen. Schönes Örtchen, muss ich schon sagen. So, jetzt verlassen wir Nordtollen wieder. Man muss feststellen, es ist ganz schön hügelig hier. Aber ich mag das ja lieber, wenn das so hügelig ist, als wenn das nur flach ist. Ja, ein Rundweg halt, ne? Kommen wir immer wieder mal zu den Orten des Geschehens zurück. Aber man bekommt viel zu sehen. Schön. Das stimmt doch gar nicht, das ist doch Tippitoppi-Land hier. Wer erzählt denn sowas? Hier unten sehen wir jetzt Billerbeck. Da kommen wir aber noch nicht durch. Oder überhaupt nicht durch. Ich kann es gar nicht genau sagen. Hier geht's immer rauf und runter, gefällt mir gut.
sind wir von da hinten gekommen und haben dieses Kloster hier völlig übersehen. Benediktinerabtei, Kloster Gerlewe heißt das. Ja, wir haben uns mal überlegt, jetzt ist ja ähnlich wie mit der Sageroute. Die habe ich ja letztes Jahr Pfingsten gefahren. Und dieses Jahr die Sandsteinroute. Wir haben uns überlegt, ne? Gut, diese Klöster und Burgen mögen aus Kalksandstein gebaut sein. Das können wir aber nicht beschädigen, weil meistens befindet sich in Privatbesitz. Und wir dürfen da nicht so nah ran, um das zu prüfen. Was uns auch noch gerade aufgefallen ist, dass es hier von der Infrastruktur auch jetzt auf einmal, oder ja schon seit ein paar Kilometern, so nicht mehr viele Stellen gibt, wo man sich versorgen könnte mit Wasser, ein bisschen Kaffee oder irgendwas. So viele Cafés haben die hier nicht, wo man mal am Wegesrand etwas schnabulieren könnte. Und ja gut, Dietmar sagte schon, diese Hofautomaten sind natürlich eher an größeren Straßen wie jetzt hier an solchen Radwegen. Da habe ich gedacht, dass wir da mehr sehen würden. Naja, jetzt sind wir, glaube ich, bald da. Ist nicht mehr so weit. 15 Kilometer vielleicht. Schauen wir mal, aber ist sehr schön, macht Spaß. So, wir sind jetzt hier. Da. Und wo ist der Campingplatz? Da. Da ist der Campingplatz. Da ist Coesfeld. Und da fahren sind wir jetzt 50 Kilometer. 48,5. Ja, hier oben also, haben wir die Schleife mal weggelassen. Ja, da haben wir ein bisschen geschummelt. Ein bisschen geschummelt hier irgendwo da. Ja. Und dafür haben wir morgen etwas mehr, ne? Ja, morgen sind es so aus 78. Ja. Ach guck, jetzt sind wir im Rohrupper Holz. Aha. Da, Rohrupper Holz. Ja, es ist alles sehr holzig. Ja. Und jetzt geht's. Sehr so. Schön, jetzt haben wir es 15 Uhr. Kaffee wäre nicht schlecht, aber das ist wohl zu sehr geträumt. Ja. Ja, wir vermissen ihn so ein bisschen so. Ja, hab schon gesagt, ja. Ein paar Cafés oder so. Ja, da ist nichts. Obwohl es hier so schön ist. Ja, gut, ne? Da müssen wir vielleicht mal in die Stadt rein irgendwo. Müssen wir mal gucken. Jetzt kommt so ein kleines Örtchen, das heißt Lette. Mal gucken, ob wir da irgendwas bekommen. Irgendwas Kaffeemäßiges. So, jetzt habe ich eben geschimpft. Es gibt hier keine Cafés. Jetzt haben wir hier ein schönes Bauernhof-Café gefunden. Höltingshof in Lette. Super lecker Kuchen. Hat ganz toll geschmeckt. Auch lecker Kaffee. Was ich auch mal sehr wichtig finde. Ganz oft ist der Kaffee zu bitter, aber hier war er richtig lecker. Und jetzt haben wir hier so ein Gebäude. Da sind die Fensterrahmen, die sind mit Kalksandstein. Die sind uns aufgefallen. Gehen wir näher ran. So sieht er aus. Aber da sehen wir bestimmt noch ein bisschen mehr von. Wenn nicht heute, dann morgen. Also ob die das hier im Tipi-Topi-Land nicht kennen,
mit einem vollgepackten Rad. Ja, wollen immer in, wo wir dachten, Zelt schlafen. Andrea hat das Zelt bei. Und die fragen uns immer, wo wollt ihr hin? Ja, ich sag, seid ja, vollgepackt, ne? Ihr seid so vollgepackt. Ja, ich sag, wir fahren im Kreis. Jetzt haben wir uns mal überlegt. Der nächste fragt, dann sagen wir, wir wollen zum Nordkap. Ich finde, das sollen wir immer sagen. Dann ist Ruhe. Feierabend. Wir sagen jetzt immer, wir fahren zum Nordkap. Feierabend aus. Ne? Genau. So, jetzt sind wir hier schon auf dem Campingplatz bald. Es ging jetzt schneller wie erwartet. Camping Lette. Wie heißt der? Aus Waldesruh. Waldesruh. Camping Waldesruh in Lette. Hier geht's rein. Dann wollen wir mal gucken, was es hier gibt. Mit Gastronomie dabei. Unser Stübchen ist geöffnet. Das ist vorbildhaft an Pfingsten. Jetzt wollen wir mal gucken, wie voll der ist. Am Samstag vor Pfingsten. Einchecken hier. Jetzt haben wir uns schon wieder häuslich ein bisschen eingerichtet. Camping Waldesruh bei Lette. Total nette, wie soll man sagen, Pächter. Und die waren sehr flexibel, weil der Campingbereich für Zelte, der war jetzt ziemlich mit, wie man vielleicht im Hintergrund sieht, auch mit feiernden Menschen belegt. Ist auch kein großes Areal. Und dann haben wir gefragt und dann haben die uns einen anderen Platz hier zwischen Wohnwagen zugewiesen. Ist total nett. Die sind auch noch nicht lange hier auf dem Platz, ein halbes Jahr. Kennen sich aus mit Campern. Klappt alles wunderbar bis jetzt. Wetter ist auch, wir haben uns schon ein bisschen Schatten verzogen jetzt, weil die Sonne sticht doch ganz gut. Ja, ich habe jetzt auch noch ein neues Accessoire. Der Helm war ja auf meiner letzten Radtour. Der alte, der rutschte immer hin und her. Der war doch nicht so gut auf mich angepasst. Jetzt habe ich den neuen und der sitzt astrein. Bin ich ganz glücklich. Es war heute die erste Fahrt damit und ich bin sehr zufrieden. Sehr gutes Ding. Ja, jetzt sind schon ein, zwei Stunden vergangen. Wir waren ja jetzt schon ziemlich früh hier auf der Zeltwiese und stehen wir natürlich hier in der prallen Sonne. Jetzt sitzen wir gerade unter so einer Zeder, haben wir mit so einer Pflanzen-App. Haben wir erstmal geguckt, was das für eine Pflanze ist hier. Das ist eine Zeder und direkt unterm Baum, die Nadeln sind sehr spitz. Und das Gute ist, wir haben Schatten, weil wir unsere Stühlchen mit haben. Genau. Weil ansonsten hätten wir jetzt wieder dumm da gestanden, ja. Besessen. Ne? Wir können die Stühlchen da einstellen, wo wir wollen. Richtig. Das ist eine feine Sache. Akkus haben wir in der Rezeption geladen, das läuft. Platz, also würde ich sagen, eher günstig mit 14 Euro. Mhm. Wir können abhauen, wann wir wollen. Voll flexibel, die Leute hier, alles gut. Tolle Sanitärräume, war ich schon drin, duschen und so, tippitoppi. Ja. Tippitoppi im Tippitoppi. Heute wieder noch gegrillt, da gibt es auch noch eine Kleinigkeit auf die Gabel. Ja, also, so dass wir uns hier gut erholen können. Ja, die Strecke? Also heute. Ja, waren ein paar schöne Sachen dabei, auch ein paar schöne. Ja, das eine. Was war das? Gutshaus da, war übrigens gerade eine Hochzeit. Das, aber die Braut sah nicht glücklich aus. Die Braut sah nicht glücklich aus, aber das wollen wir euch vorenthalten. Die war ganz alleine, da war überhaupt ja kein Bräutigam da. Ist dazu die nur der Bräutigam. Die saß da in so einem Dreier BMW hinten drin und zog so eine Flippe. Der ist bestimmt abgehauen, ich weiß es nicht. Hier spannend. Was, ja, spannend. Oder er hat es entführt und also. Oder Brautentführung, genau. Ja, genau. Naja, gut, das war schon mal ganz spannend. Ja, dann hier den Bauernhofladen,
Das Café hatte ich ja eben gesagt, das war toll. Finlette. Ja. Ne? Heißt, hieß der Ort. Ganz Lette. Toll. Jetzt haben wir morgen nochmal. Ja, morgen fahren wir mehr wie heute, ne? Ja, so 74. Ja, heute sind wir erst um 10 Uhr losgefahren, da vom Netto in Havixbeck. Und morgen sind wir schon eher unterwegs. Ich muss auch gucken, ich habe mal geguckt wegen Unwetter. Also es geht ja, so 14 ja. Uhr. Wäre schön, wenn wir am Auto wären, 14 Uhr. Die melden so, Gewitter, je nachdem, Starkregen. Je nachdem, wo es herzieht. Man weiß es wieder nicht, ne? Ja. Aber wir müssen mit allem rechnen. Aber ihr bekommt es ja mit. Und dann sagen wir jetzt hier Tschüss und Winke, Winke. Bis morgen, alter Frische. Tschüss. Tschüss.